Moin Leute, was geht? Crafty hier. In diesem Guide aus der Reihe Dead by Daylight für Dummies schauen wir uns Leatherface, aka Bubba, aka The Cannibal an. Sicher kein unbekannter Charakter, kommt er ja aus dem Texas Chainsaw Massacre Franchise und wer DBD spielt, ist garantiert zu 100% schon mal von diesem Bastard weggecampt worden. In diesem Video schauen wir uns einmal seine Power genauer an, seine besten Addons, wie man Bubba am besten spielt oder nicht spielen sollte und. Let's go! Bubbas Stats sind ziemlich basic. Wir haben wieder mal einen Terrorradius von 32 Metern, einen Movement Speed von 4,6 Meter die Sekunde und von seiner Statur her ist er relativ groß. Das Besondere an ihm ist sein One-Shot-Potenzial, womit wir auch direkt bei seiner Power wären. Bubbas Chainsaw. Leatherface kann mit seiner Kettensäge Survivor direkt down, also in den Todesstatus versetzen. Er kann zwar auch mit Linksklick angreifen und so mit seinem Hammer zuschlagen, allerdings, ich meine, er schon One-Shotten könnte, oder? Schauen wir uns die Funktionsweise der Kettensäge mal genauer an. Ihr habt drei Charges für die Kettensäge, welche sich auch automatisch wieder aufladen. Haltet ihr Rechtsklick gedrückt, rafft ihr die Kettensäge. Bei einem voll aufgeladenen Balken verbraucht ihr eine Aufladung, beschleunigt und führt einen Chainsaw Sweep aus, der sogar mehrere Survivor gleichzeitig downen kann. Achtet auf euren Charge-Balken während des Sweeps, denn ihr könnt durch erneutes Rechtsklicken euren Chainsaw Sweep verlängern und dann sogar nochmal. Ihr könnt mit eurer Chainsaw auch easy und schnell Paletten und Wände zerstören. Achtet aber beim Sägen unbedingt darauf, wo ihr hinsägt, denn sägt ihr in die Umgebung, beispielsweise in Stein, ein Fenster oder sonstiges, verfällt Leatherface in sein Tantrum, also einen Anfall. Dabei seid ihr ein paar Sekunden bewegungsunfähig und schwingt die Kettensäge hin und her. Trotzdem seid ihr dabei tödlich, also Survivor, die in euch reinlaufen, werden immer noch gedownt. Wenn ihr die Kettensäge zu lange rafft, also immer antäuscht mit Rechtsklick, dass ihr gleich lossägen wollt, könnt ihr auch in ein Tantrum verfallen, also Vorsicht. Ihr könnt diesen Anfall auch manchmal zu eurem Vorteil nutzen, zum Beispiel wenn ein Survivor sich mitten im Chainsaw Sweep vor euch im Schrank schützen will. Sägt einfach auf den Schrank zu und blockiert diesen auch zeitgleich, dass der Survivor nicht raus kann. Timet ihr es richtig, zersägt ihr entweder den Survivor oder ihr könnt ihn packen, wenn er wieder aus dem Schrank rauskommt. Der Survivor muss hier sekundengenau agieren, um euch in dieser Situation noch zu entwischen. Gerade wegen seiner Power und dem mehrfachen One-Shot-Potenzial animiert es die Leute oft zu einem campenden Spielstil bis hin zu direktem Facecamping. Seid bitte keine Fotze und spielt so Bubba. Erstens verstehe ich sowieso nicht, wie das Spaß machen kann. Zweitens bekommt ihr so viel weniger Blutpunkte, wenn ihr so spielt. Und drittens seid ihr dann einfach eine Fotze. Leatherface ist ziemlich stark und richtig gespielt hat man es auch gar nicht nötig, so mit ihm zu campen. Man kann mit ein paar Mindgames und seiner Power richtig viel Schaden anrichten. Ist alles eine Übungssache und klappt auch bestimmt nicht von heute auf morgen. Aber wer halt immer nur campt, der wird nicht besser. Ihr werdet Spiele verlieren, ihr werdet Spiele gewinnen, wer aber immer nur gewinnt, der lernt halt auch nicht dazu. Ich werde euch später wieder ein Beispielbild zeigen, wie ich Bubba spiele und das funktioniert super. Bevor wir uns jetzt die Addons von Leatherface anschauen und welche ich euch dabei empfehlen kann, gehen wir kurz über die Vor- bzw. Nachteile von Leatherface. An sich ist Leatherface leicht zu lernen, einzig und allein die Kettensäge erfordert etwas Übung in der Manövrierung, also dass man nicht so oft aus Versehen irgendwo reinsägt zum Beispiel. Dann kommt natürlich sein krasses One-Shot-Potenzial, beziehungsweise sogar multiples One-Shot-Potenzial. Und man kann ihn auch super komplett ohne Addons spielen und das so gut wie auf jeder Map. Leatherface kann auf der anderen Seite manchmal auch einfach frustrierend sein, vor allem wenn ihr gegen gute SWF-Gruppen spielt, dauernd irgendwo reinsägt, euch ewig lange loopen lasst und so weiter. Außerdem ist er nicht der mobilste und seine Power wird oft durch Walls, also Fenster oder ähnliches, ausgehebelt. Seine Power animiert oft zum Campen, gute Survivor nutzen das aus und ballern einfach Chance weg, also lasst das. Wir schauen uns jetzt direkt einmal die besten Addons von Leatherface an, beziehungsweise meine Empfehlungen. Vorher würde ich euch allerdings bitten, wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst doch einfach ein Like unter dem Video oder abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal. Es hilft und motiviert auch weiter Content zu machen. Wenn du mich außerdem mal live erleben willst, kannst du auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, wo ich mehrmals die Woche am Stream bin. Links zu allen Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zu den Addons. Mit dem Carburetor Tuning Guide verbraucht ihr beim Chainsaw Sweep direkt alle eure Charges, um am Stück quasi direkt das maximale Sweep-Potenzial auszunutzen. Ist also praktisch wie so ein Autopilot.
Am Anfang würde ich das Addon nicht empfehlen, lernt erstmal selbst den Sweep zu verlängern und manuell das ganze Potenzial einfach auszuschöpfen. Mit Iridescent Flash bekommt ihr alle eure Chainsaw Charges zurück, wenn ihr jemand mit der Kettensäge trefft. Ist auch okay. Mein persönliches Lieblings-Addon ist Award-Winning Chili, was euch pro Chainsaw Charge eine halbe Sekunde länger sweepen lässt. Depth Gauge Rake gibt euch sogar noch einen zusätzlichen Chainsaw Charge, allerdings seid ihr dann beim Sweepen 2% langsamer und die Aufladezeit der Kettensäge braucht 22% länger. Light Chassis ist auch ziemlich geil, damit könnt ihr beim Reffen der Kettensäge die Auchen aller Survivor innerhalb von 8 Metern um euch sehen. Also ihr seht, die lilanen Addons sind eigentlich alle ziemlich gut. Bei den grünen und gelben Addons habt ihr zum Beispiel Begrimed Chains, was ganz nice ist. Bei einem Chainsaw-Hit lassen die Survivor ihre Items fallen. Und mit dem Shop Lubricant können Survivor außerhalb eures Terrorradius einen Survivor, den ihr gerade gedownt habt, nicht sehen, also dessen Aura. The Beast's Mark ist auch eins meiner Lieblings-Addons für Bubba. Beim Sweepen seid ihr 3% schneller, aber die Aufladezeit der Kettensäge erhöht sich wieder leicht. Chili ist eine abgeschwächte Form vom lilanen Addon, mit welchem ihr pro Sweep eine Viertelsekunde länger machen könnt. Und mit Knife Scratches seid ihr beim Sweepen 2% schneller. Bei den braunen Addons habt ihr zum Beispiel den Spark Plug, welcher jeden einzelnen Charge der Kettensäge um eine halbe Sekunde schneller wieder auflädt, oder die Chainsaw File, welche euren Tantrum verkürzt. Als nächstes zeige ich euch mal mein Lieblings-Bubba-Bild. Ich spiele Bubba fast nur so, weil ich keinen Bock habe, mit Bubba Gens zu kicken. Ich will lieber Leute zersägen. Ich habe zwar auch ein Endgame-Bild, aber das ist eher so Meme und kann halt auch einfach voll in die Hose gehen. Das erste Perk ist Bamboozle. Fenster und Walls generell sind unsere größten Feinde, vor allem im gefährlichen Loops. Mit Bamboozle sperren wir sowas einfach für 16 Sekunden für die Survivor. Außerdem haben wir 15% schnelleren Wallspeed. Wie schon erwähnt, hasse ich es, mit Bubba Gens zu kicken, daher ist das nächste Perk Scorchhook Pain Resonance. Im Spiel werden 4 random Hooks zu sogenannten Scorchhooks, die ich an einer weißen Aura erkenne. Hänge ich einen Survivor daran auf, verliert der Gen mit dem aktuell meisten Progress direkt automatisch 15% Fortschritt und beginnt den Rückgang. Als nächstes spielen wir mit Deadman's Switch. Jedes Mal, wenn ich einen Survivor gehookt habe, aktiviert sich dieses Perk für 30 Sekunden. Jeder Survivor, der ab jetzt einen Generator beim Reparieren loslässt, blockt diesen Gen für die verbleibende Zeit der 30 Sekunden. Zusätzlich kann ich die geblockten Generatoren an einer weißen Aura erkennen. Deadman's Switch funktioniert super mit Scorchhook Pain Resonance, weil wenn der Gen knallt durch den Scorchhook und die Survivor da gerade am Reparieren sind, lassen sie ja automatisch den Gen los und Deadman's Switch sperrt ihn dann instant. Als letztes Perk benutzen wir Barbecue und Chili. Nachdem ich einen Survivor gehookt habe, sehe ich die Augen aller Survivor außerhalb eines Umkreises von 40 Metern um den Hook für 4 Sekunden. Ich benutze das Perk hauptsächlich, um direkt nach dem Hooken mein nächstes Ziel zu finden. Addon-mäßig könnt ihr auf diesem Bild eigentlich alles spielen, was ihr wollt, da funktioniert eigentlich alles. Das war's auch erstmal zu meinem Lieblingsbild und an sich sind wir damit auch schon wieder am Ende des Guides angelangt. Solltet ihr Fragen haben und es ist etwas unklar, gebt mir gerne Feedback. Gern könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, mit welchen Perks etc. ihr am liebsten Leatherface spielt und warum. Finde ich immer ganz spannend. Und ansonsten wünsche ich euch Happy Hooking und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Peace out!